Das hier ist eine Wundertüte Wonderclip von der Firma Clover. Und was die alles können und ein paar Ideen, wie wir sie nutzen, das seht ihr in diesem Video. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke. Ich bedanke mich herzlich für die Unterstützung des Kanals bei der Firma Clover und wir legen los. Ihr findet diese Wonderclip unter diesem Video verlinkt. In dieser Wonderclip-Tüte von Clover befinden sich drei unterschiedliche Clip-Arten mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Und die schauen wir uns einmal an. Unsere Clover Wonderclip können ein bisschen mehr als einfach nur feste zugreifen. Diese mittlere Standardgröße hat eine Öffnung von 10 mm. Da geht schon eine ganze Menge Stoff hinein. Und wenn wir das Ganze umdrehen, haben wir hier mehrere Linien. Vom Anfang unseres Clips bis zur ersten Linie haben wir 5 mm. Das heißt, wir haben hier diese erste Linie, zeigt uns eine 5 mm Nahtzugabenlinie an. Die zweite Linie dahinter zeigt uns eine Distanz von der Linie bis zum Anfang des Clip von 7 mm an, also genau Füßchen breit. Und die hintere Linie zeigt uns eine Distanz von der Linie zum Clipanfang von 10 mm an. Das heißt, wir können ganz genau schon beim Arbeiten festlegen, wo wird unsere Nahtzugabe sein. Wir können das Ganze einklippen bei 5 mm, wir können das einklippen bei 7 mm oder wir können den Clip zuschnappen lassen bei einer Nahtzugabe von 10 mm. Das heißt, hier wissen wir dann schon, wo wir lang nähen möchten, in welcher Distanz. Damit das Ganze gut hält und wir uns nicht alleine auf den Füßchendruck verlassen müssen, gibt es in der vorderen Reihe noch Noppen auf beiden Seiten unseres Clips. Diese Noppen sorgen dafür, dass wir einen guten Grip und einen festen Halt haben. Unser Clip hat eine gewölbte Seite und eine flache Seite. Und wenn ich meinen Clip mit der flachen Seite auf meine Arbeitsfläche stelle und ich möchte den Clip beim Nähen wegziehen, brauche ich ihn nur öffnen und ich kann das Ganze nach hinten wegziehen. Diese Standardweite können wir bei jeder gängigen Blockgröße gebrauchen und auch beim Zusammensetzen eines ganzen Quilttops. Wir haben immer eine gute Weite, auf der wir greifen können. Wenn wir alle Clips so einsetzen, so, den setzen wir mal hier vorne an, so, wenn wir jetzt unsere Naht unterschieben, dann achten wir darauf, so, dass unsere Clipspitze Richtung Füßchenmitte läuft. Das heißt, wir starten und wir sehen, dass die Spitze unseres Clips genau zum Füßchen, zur Füßchenmitte läuft. Und hier visieren wir nun den nächsten Punkt an. Hier ist unser nächster Punkt. So, wir halten das Ganze gerade, wir sitzen gerade davor. Unser Clip wandert zur Mitte. Der nächste Clip. Und auf diese Weise nähen wir an unserem Quilt eine Viertel-Inch Naht, indem wir einfach nur die Maßmöglichkeit unseres Clip nutzen. So, jetzt testen wir das mal. Eine Viertel-Inch Naht. Legen mal ein Lineal an mit einer Viertel-Inch Naht. Und es stimmt ganz genau. Für knifflige Ecken haben wir diesen Mini-Clip. Und dieser Mini-Clip hat eine Öffnung von 8 mm.
Wenn wir ihn umdrehen, finden wir auf der Rückseite die gleichen Angaben. Wir haben wieder unsere 5 mm Nahtzugabenlinie, unsere 7 mm füßchenbreite Nahtzugabenlinie und eine 10 mm breite Nahtzugabenlinie. Und wir finden auch wieder hier 4 verteilte Punkte im vorderen Kopf unseres Miniclips, die dafür sorgen, dass wir unseren Stoff sicher greifen können. Überall da, wo wir mal eben jemanden brauchen, der einen Finger hält, an kleinen Stellen, da kommen unsere Mini-Clip zur Geltung. Und das sind mehr Momente, als man denkt. So, mein Mini-Clip möchte ich jetzt gerne einmal hier in die Mitte setzen. So, komm her. So, denn ich möchte diese Seiten nach außen ziehen. Das heißt, ich möchte diese Seiten nach außen ziehen, ohne dass dieser Knick verschwindet. Denn den möchte ich halten. Das heißt, hier bräuchte ich jemanden, der da mal eben einen Finger hält. Und wenn ich meinen Mini-Clip hier habe und auf der anderen Seite auch noch mal so einen Mini-Clip habe, kann ich das Ganze mit ganz viel Zeit so ausrichten, wie ich das brauche. Die Clips sind nicht im Weg, die sind klein, die halten nur ebenso einen Finger. Das ist ein kleines Origami-Ornament aus einem 10 cm großen Stoffstück. Und wenn wir nun hingehen und das Ganze mit einem Zickzackstich abnähen möchten, dann können wir unser Mini-Ornament über diese Wonderclip führen. Wir können unsere Wonderclip halten und schieben unser Ornament einfach weiter. Kleinen Clip gut geeignet, überall da, wo man sehr kleinteilig greifen möchte. Die dritte Größe von diesem Clover Wonder Clip bietet noch mehr Raum. Wir haben, wenn wir diesen Clip öffnen, 18 mm Raum, den wir nutzen können, um irgendetwas einzuklippen. Und wenn wir uns die Rückseite anschauen, haben wir auch mehr Marken. Wir haben einmal die erste Marke, die erste Linie, die wir sehen, da. Das ist die 6,5 mm Linie. Die nächste Linie zeigt uns 13 mm an. Dann folgt noch eine 19 mm Linie und eine 25,5 mm Linie. Auch bei diesem Clip haben wir wieder die flache Rückseite, damit wir das Ganze ohne Probleme beim Nähen wieder zurückziehen können. Unsere Jumbo-Clip sind wahre Binding-Künstler. Wenn wir ein Binding arbeiten möchten, wir simulieren das mal. Wir haben einen Unterstoff. Wir nehmen ein richtig dickes Binding. Wir haben einen Oberstoff. Und hier können wir nun so fantastische Sachen gestalten mit diesem sehr kräftigen Clip. Wir können das Ganze rollen. So, wir schließen das hier einmal. Wir rollen das einmal um. Und wir rollen das erneut. Und wir bekommen so ein gepushtes Binding. Das können wir mit unserem Clip hier ganz wunderbar halten. So, meine beiden Clip habe ich jetzt genau bis zum Anschlag gesetzt. Mein Stoff wandert vom Clip-Anfang über die gesamte Breite. Hier ist es ein bisschen zu viel, ein bisschen zu wenig. So. Jetzt haben wir es an beiden Seiten gleich. Das heißt, ich brauche jetzt gar nichts mehr messen. Ich kann mir noch einen Clip in die Mitte setzen, weil das sehr aufpoppt, und habe noch mal einen Vergleich, ob das Ganze stimmt.
Das Ganze schieben wir einmal unter unsere Maschine. Ich habe meine Abstände. Ich habe dieses gepushte Binding. Ich habe einen Zickzackstich, den mache ich ein bisschen breiter. Und wir nähen das einfach mal ab. Und wir haben ein richtig schön aufgepushtes Binding. Überall da, wo große Massen gegriffen werden sollen, kommen unsere Jumbo-Clip zum Einsatz. In dieser Packung sind verschiedene Größen enthalten und diese Maßmöglichkeiten, diese Ansatzmöglichkeiten, die wir auf der Rückseite unseres Clips finden, sind hier auf der Rückseite der Packung auch noch einmal aufgeführt. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Ausprobieren der Clips. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter patchen und quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.